Hallo und herzlichst willkommen, liebe Zugeschauderten. Es ist mal wieder Zeit für eine Rätselrunde. Tag Nummer 26, wenn ich richtig das im Kopf habe. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Unterhaltung und hoffe mal wieder auf mein Lieblingswort, Etüde. Ja. Wollen wir mal anfangen. Annähernd. Annähernd. Nein, das ist es nicht. Backtriebmittel. Oh, was ist denn das nochmal? Was ist das zum Beispiel? Oh Gott, ey. Das haben wir. Österreichisch für Blumenkohl. Das ist ja auch schön. Kamin. Oh Gott, also gerade bin ich irgendwie... Das weiß ich. Dann... Der Abzug. Oh Gott, nein, was heißt denn Französisch? Was ist denn wo auf Französisch? Das weiß ich noch nicht, aber. Zeitgemäß. Och nö. Wenn ich jetzt das nicht weiß. Also, das weiß ich auf jeden Fall schon mal. Und dann weiß ich auch zeitgemäß. Und dadurch wissen wir auch, was Französisch wo ist. Die Prosa-Dichtung ist. Ach, Italienisch 1 meinten die. Na, das ist ja easy. Prosa-Dichtung. Wow, wusste ich gar nicht. Hätte ich nicht gewusst. Ja, hier, Raubtier der Arktis ist das. Backtriebmittel, Natronlauge, nein. Geballte Hand, weiß ich. Ach Gott. So. Treibmittel steht da. Sag mir nicht. Oh, gut, dass ich mal eine Doku über sowas gesehen habe. Das war so schön, so ein alter Mann, der jeden Tag seinen Teig anrührt. Sehr schön. Gut, dann weiß ich das. Galgenvogel. Ja, tatsächlich. Das ist es auch. Mensch. Ein Schaukelbettchen. Es hat übrigens einen Grund, dass ich die Worte, die ich eintrage, nicht nenne. Aber dazu später mehr. Nordische Gottheiten, das sind natürlich wieder diesejenigen, welchen. Ein Übergewand ist auch klar soweit. Ja. Windschattenseite hatten wir jetzt schon mal öfter gehabt. Ja, bisher läuft es eigentlich ganz gut, nicht? Bisher schön. Schön. Männlicher Artikel. Das ist dann wohl der. Hups, jetzt habe ich gespoilert. Überbleibsel ist natürlich hier die Mehrzahl gemeint. Pastenbehälter ist auch klar. Also irgendwie geht das jetzt so langsam, wo ich mich reingefunden habe. Internationale Tourismusbörse, sag mir nicht. Wow, wer hätte das gedacht? Europäischer Strom, ja, das ist dann natürlich der Strom mit der Welle, die man essen kann. So, das Backgewürz ist auch klar. Das ist klar. Ah, Abzug ist hier gemeint. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was hier mit Abzug gemeint war. Nicht etwa der von einer Pistole oder so. Speisefische. Speisefische. Ah, dann sind das doch diejenigen. Jazzmusikstil. Natürlich, ganz easy. Für die Leute, die es auch hören. Pazifischer Inselstaat.
Hätte ich ehrlich gesagt vom Kontinent woanders hin verortet, aber oder vielleicht ist es trotzdem derselbe Kontinent, wie ich dachte, aber trotzdem irgendwie. Also ich habe es an den letzten beiden Buchstaben erkannt, aber war mir auch gar nicht so klar. War das nicht das da? Ja, das war das da. Das war das andere Wort für Kamin. So, eine Huldigung. Windrichtung. Können wir erstmal das? Okay, die Huldigung, die ist mir gerade nicht im Kopf. Vielleicht fällt sie mir später ein. Ein Osteuropäer. Ja. Was gibt es denn alles in Osteuropa? Es gibt Bulgarien, es gibt die Ungarn, also, naja, doch, ist Ungarn schon Osteuropa? Gute Frage. Slowenen, Slowaken können alles nicht dabei sein. Osteuropäer, Osteuropäer. Ja, schön wäre es, wenn ich den Blumenkohl noch wüsste. Nee, Maria, Ria? Wusste ich gar nicht, dass das eine Kurzform ist. Die Bilder für die Projektion, auch wieder so ein altes Wort. Keine Ahnung, ob ihr dann alle noch wisst, wie die ausgesehen haben. Ich hätte fast selber nicht gewusst, was Dias sind, wenn nicht noch Verwandte von mir einen Dia-Projektor gehabt hätten. Blätterwerk ist natürlich das da. Amtsgehilfe. Na toll. Amtsgehilfe. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht! Ah! Was? Mir fehlen hier noch eins, zwei, drei, vier Wörter. Oder habe ich irgendwas übersehen? Du wusstest den österreichischen Blumenkohl? Den hintersten oder? Nee. Ach genau, ja. Okay. Ja, warte mal, ich versuche noch den Osteuropäer durchzugehen. Oder Schatz! Osteuropäer mit fünf Buchstaben. Das dritte ist ein A, das letzte ein E. Ach so, das meinen die damit. Ja, ich hab's gerade Englisch geschrieben. Das war kein freudscher Verschreiber. Oh Gott, der Amtsgehilfe, da kommt ein Vokal an erste Stelle, oder? Ja, jetzt muss ich ja jetzt eigentlich nur erstmal, da kann ich ja trotzdem nicht durchtesten, weil mir zwei andere Buchstaben noch fehlen, aber ist das ein A? Echt? Kommt zwischen das T und das S ein U? Ich habe das Wort noch nie gehört. Oh, dann ist ja gut. Adlatus. Ach. Was ist denn der erste Buchstabe bei Blumenkohl? Den hast du nicht geraten. Cauliflower. Ja. Karfiol. Oh Gott. So, dann heißt es ja jetzt, ich muss wenigstens das Lösungswort vor dir raus haben. Du kannst gerne deine Hilfsmittel nehmen, wie du möchtest, aber ich werde wieder mal meine Art und Weise anwenden. Oh gut, dann habe ich ja ein bisschen Vorsprung. Okay.
Was denn ein Honigvogel? Ja, nee, ich denke, da kann ich nicht erzählen. Was sind denn das für Buchstaben, die da alle drin sind? Oh Gott. Gerade wüsste. Also eigentlich eine alte Erzählung. Würden mir jetzt zwei einfallen, die zufällig an der Stelle denselben Buchstaben haben. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann wären da ja hier drei Vokale hintereinander. Das geht doch gar nicht. Begattung ist ja auch schön. Schatz, weißt du, was da reinkommt? Okay, ich weiß es. Und ich glaube, ja, das kann doch nicht sein, dass dann die 5 ein Vokal ist, die 6 ein Vokal und die 7 ein Vokal. Was ist denn die 4 nochmal? Ach so. Oh, ich hab das Lösungswort. Hast du es auch? Ist es Pangea? Echt nicht? Also ich glaube, es ist Pangea. Also die 3 weiß ich noch nicht. Ich weiß auch die 1 noch nicht, aber alles andere würde mir irgendwie gerade nicht einfallen. Ich guck mal. Eine Südslawin. Was ist denn im Süden da? UNGARI. Nee, das ist es nicht. Gucken wir erstmal, ob die Sage stimmt. Ja, tut sie. Verlobte Fiancé? Nee, huch. Klappt gar nicht. Englische Biersorte. Ale. Arabischer Vorname ist bestimmt Ali. Also hier kommt bestimmt ein N rein. So. Fechtmaterial. Ach Gott, was gibt's denn noch so für südslawische Sachen? Ich komme hier an der Stelle nicht so richtig weiter. Aber die Gedichtzeile mache ich jetzt erstmal als der Vers. Selbstbezogener Mensch ist ein Egomane, damit kenne ich mich aus. Der Honigvogel. Huch. Ich wollte eigentlich erstmal hier weitermachen. Telefonieren ist anrufen. Niedergang ist der Fall. Oder auch nicht. Aufstände sind Unruhen. Fuge. Könnte das auch eine Naht sein? Ich glaube nicht, dass eine Naht eine Fuge ist. Nee, ist es auch nicht. Abkürzung Altes Testament AT. Oh, tatsächlich. Nute.
Nute könnte das sein. Ja, Nute ist richtig. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Ich glaube, der. Ja, der russische Binnenfluss ist der Aralsee. Ich habe immer noch nicht so recht. Schatz, was ist eine Verlobte? Unten links, das dritte von unten. Ach, Verbot. Ja, dann kann ich ja lange raten. Okay, ja, dann Verbote sind natürlich. Da muss ich auch ein bisschen überlegen noch. Ich frage, falls es mir nicht einfällt, nochmal. Ah, okay, aber ich habe den Niedergang zumindest jetzt. Das ist der Ruin. Ich komme trotzdem. Ah, doch, der Honigvogel ist der Kolibri. Ah. Okay. Russisch Frieden, ich glaube, das war nicht mit G, das war mit R. Genau, Mir ist Russisch für Frieden. Gott sei Dank hatte ich das mal in der Schule. Irgendwann. Schraubenlinie ist dann die Spirale und ja, Pangea sieht eigentlich wirklich so aus, als ob das das Lösungswort ist. Oh, tatsächlich, als eisern kann man auch Ehern bezeichnen. Das kam mir gerade so in den Sinn. So, was haben wir noch? Persönliches Fürwort. Eher. Leeds ist eine Stadt in Nordengland. Gab es oder gibt es auch, da gibt es auch eine, wie gesagt, da gibt es oder gab es eine Filiale von Rockstar Games. Ist ja schön für dich. Ich habe trotzdem das Lösungswort schneller gehabt. Ja gut, dann mache ich jetzt mal schnell hier zu Ende. So, das Geruchsorgan ist natürlich die Nase. Sehorgan hier ist Auge und damit haben wir unser Pangea. Tresen ist die Theke. Halbton über F ist Fis. Erbhygiene. Erbhygiene? Eu. Eu. Euwassig? Eugenik. Ah. Ja, stimmt, ja, da kommt ja das Wort Gen drin vor. So, die Affenart ist der Lemur. Verbote habe ich immer noch gerade nicht im Kopf. Ich frag aber auch noch nicht. Teil des Zellkerns. Nein, ist kein Gen. Schade. Was war denn das nochmal? Ja, mit Verboten kenne ich mich anscheinend nicht so aus. Aber irren kann ich mich. Was? Ich habe Suge eingegeben. Ich wollte Auge haben. Großvater ist natürlich der Opa. Begattung war die Paarung. Ja. Ja. Teil des. Ach, die D. N. S. A. Nee, DNA ist ja alles gar nicht da drin. Teil des Zellkerns, was war denn das nochmal? Ja, da rächt es sich, dass ich Bio abgewählt habe. Ja, ich habe Bio abgewählt. Ist schon lange her. Verärgert ist natürlich sauer. Das machen wir erstmal fertig. Verlierer, in meinem Falle ich heute. So. IATA war die internationale der internationale Luftverkehrsverband. Das ist International Air Traffic Association wahrscheinlich oder so ähnlich. Ja, der mathematische Begriff ist anscheinend der Nenner. Verbote
Verbote. Was sind denn noch Verbote? Oder was ist denn jetzt unsere Südslawin? Süd, 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 Süd. Welche Länder könnten da so sein? Also, oh Gott, was ist denn? Ich glaube nicht, dass es hier um Sachen geht, die unter Russland liegen, sondern eher so unter dem östlichen EU-Teil. Ach Gott, ey. Ich habe auch keine Ahnung. Oh Gott, ich habe schon wieder was falsch gelesen. Ich sollte mir eine Brille aufsetzen. Warum habe ich keine Brille auf? Nein. Es ist ein Flechtmaterial und kein Fechtmaterial. Ja, ich dachte mir schon, hä, Material passt doch irgendwie nicht zum Fechten. Entweder hast du ein Gegenstand dafür, aber doch kein Material. Ja, Flechtmaterial. Safran. Ist Safran ein Flechtmaterial? Sandan, das Pokémon. Ich versuch's einfach mal einzugeben. Ha. Und nichts davon ist richtig. Echt? Ich überlege gerade. Okay. Also ich habe schon rausgefunden, ach, jetzt weiß ich auch die Verbote, das sind die Tabus. Ach Gott. Also okay, ich habe den ersten Buchstaben und den. Ah, okay, nee, ich habe jetzt auch die Serbin und mir fehlt bei dem Flechtmaterial nur noch ein Buchstabe. Ra-Ra-Hm-Tan. Was ist denn das? Was ist denn das? Hilfe. Muss das was sein, was ich kenne? Von dir? Raptan. Naja, würde ein Buchstabe mehr dazu, dann wär's Reptane. Gibt's als Pokémon. Welcher Buchstabe ist denn der ausgetauscht werden muss? Der zweite. Okay. Pokémon gibt es denn da? Oh Gott. Und mit welchem Vokal? Wird das A mit einem O ausgetauscht? Weiß ich nicht. Ach so! Oh, jetzt weiß ich auch, was das ist. Ja, nee. Rattan. Also Rattan. Aber tatsächlich als Flechtmaterial habe ich das, glaube ich, irgendwie nicht im Kopf gehabt. Man kann ja mal gucken. Wie sieht denn Rattan aus? Ach, das ist das Zeug, woraus diese ganzen Körbe und eventuell auch manche Gartenmöbel gemacht sind. Das ist Rattan. So. Ja, jetzt muss ich das nur noch irgendwie da mit reinbekommen. So.
Das ist Rattan. Okay. Gab's noch irgendwelche Worte, die komisch waren? Blumenkohl auf Österreichisch? Kaffiol. Das könnte auch was ganz anderes sein. Ja, aber sonst. Ah, oh, Moment, ich habe hier noch was nicht. Ich habe ja noch was nicht bei dem bei dem ohne Lösungswort. Eine Huldigung ist eine Pomade natürlich. Ah, nee, die meinen eine Hommage. Ach, natürlich. Oui. So, jetzt habe ich das andere auch fertig. Oh, wei. Wie lange hat es denn heute gedauert? Och. Na gut, ich habe ja Hilfe gehabt. Ich habe ja Hilfe gehabt. Also. Und mich heute nicht mit Ruhm bekleckert. Also, heute war ein guter Tag. Ja. Du wirst besser. Ich muss auch besser werden. Vor allem, weil ich das jeden Tag hier mache. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß noch für den Rest eures Tages und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.